Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Wellness und Gesundheit. Bei uns geht's heute um Abnehmen und Figurformung. Dazu begrüße ich im Studio Ernährungsexpertin Daniela Kielkowski und Thomas Rupprath, Schwimmweltmeister. Aber erstmal, Frau Kielkowski, wer abnehmen will, muss leiden. So ist ja der allgemeine Volksglaube. Man muss hungern, muss Kalorien zählen. Mit Hungern, sagen Sie aber, machen wir uns dick. Mit Hungern werden wir dick. Warum funktioniert's denn mit dem Abnehmen nicht so richtig? Weil sich eigentlich der Trend mit dieser ständigen Erinnerung, wenig zu essen, viel Sport zu treiben, ja schon so umgekehrt hat, dass die Menschen eigentlich aus Angst viel zu wenig essen. Ja, letztendlich muss dem Körper aber jegliche Leistung, auch der Alltag, die Arbeit und Sport bezahlt werden. Ja, und ein Körper lernt im Laufe der Jahre einfach, sich runter zu korrigieren. Das heißt, er passt sich dem verringertem Essen an. Ja, manche Menschen essen auch zu falschen Tageszeiten. Das heißt, die essen nicht zu der Zeit, wo sie ihre Leistung bringen, sondern erst anschließend. Mhm. Es gibt also wirklich viele Gründe. Aber ich halte von Kalorienzählen nichts. Ja, ich sage grundsätzlich, man muss essen, um schlank zu bleiben. Und vom Kohlenhydrat vermeiden? Vom Kohlenhydrat vermeiden halte ich auch nichts, weil die Kohlenhydrate, die guten Kohlenhydrate, ja, sind der beste Brennstoff für einen Stoffwechsel. Und damit kann er auch am schnellsten aktiviert werden in seiner gesamten Stoffwechselleistung. Was sind denn gute Kohlenhydrate zum Beispiel? Gute Kohlenhydrate sind alle Vollkornprodukte, Kartoffeln, auch Pasta, Gemüse, Brot. Ja, und wenn man die ausreichend isst, dann verzeiht der Körper einem auch mal das Stück Kuchen. Aber das muss man ja erstmal lernen. Wie lernt man denn seinen Stoffwechsel zu verstehen? Wie lernt man, dass man, wie viel man essen darf oder muss, um schlank zu bleiben? Ja, leider muss man das wieder lernen, ja, weil eigentlich bringt man den Leuten nur bei, wie viel sie eigentlich essen müssen, um ihren Stoffwechsel aktiv zu halten. Und es gibt mittlerweile viele Methoden, auch in der Praxis, den Stoffwechsel auszumessen, den Stoffwechsel zu analysieren, zu schauen, wo steht er auch in seiner Leistungsfähigkeit. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man macht. Man kann ihn umstellen, man kann ihn irritieren, damit man ihn sozusagen erstmal wieder auf ein anderes Niveau bringt. Und dann kann man einen Stoffwechsel wirklich trainieren, also auch wieder auf seine volle Leistung zurückbringen oder ihm zurückhelfen, bei den meisten Menschen, ja, also Krankheiten ausgeschlossen. Also man könnte jetzt auch sagen, man kann viel essen und trotzdem abnehmen. Man muss sagen, dass man viel oder ausreichend essen muss, ja, um schlank zu bleiben oder auch um sein Gewicht zu halten. Natürlich, wenn ich Fett abbauen möchte, dann muss ich mal für eine kurze Zeit was anderes machen. Aber auf keinen Fall eine Diät über einen langen Zeitraum, weil der Körper gewöhnt sich dann ganz schnell daran. Also wenn man über eine lange Zeit eine Diät mit 600 Kalorien macht oder mit 800, dann wird der Körper es schaffen, mit dieser Kalorienzahl zu überleben. Und dann gibt's halt auch immer noch den Unterschied zwischen Nahrungszufuhr an Kalorien und was davon baut der Körper wirklich auch in Stoffwechselenergie um. Ja, vielen Dank Ihnen erstmal. Danke. Ja, schlank sein ist das eine, Problemzonen sind allerdings das andere. Und die bekommt man durch Sport und bewusste Ernährung allein nicht weg. Herr Rupprath, als Leistungssportler haben Sie sich ja auch mit Figurformung beschäftigt. Was würden Sie denn Menschen empfehlen, die zielgerichtet abnehmen wollen? Empfehlen kann man natürlich jedem, so wie ich es auch gemacht habe, Sport treiben. Man muss es nicht natürlich auf diesem Leistungsniveau machen, aber es gibt so viele gesunde Möglichkeiten. Man kann durch den Park joggen gehen, man kann walken, man kann insgesamt mit seinem eigenen Körpergewicht wirklich viel, viel machen, ohne dass ich auch ins Fitnessstudio gehe. Dort kann man natürlich auch hingehen. Oder man nutzt eine ganz einfache und simple Methode. Man geht in ein Hypoxie-Studio, geht 2-3 Mal in der Woche für eine halbe Stunde dorthin und hat dort auch sehr gute Erfolge. Nun sind Sie selber seit einigen Jahren Inhaber eines Hypoxie-Studios und haben mit dieser Methode auch immer wieder erstaunliche Ergebnisse präsentiert. Wie erklären Sie sich denn den Erfolg? Ist ja immerhin eine Methode, die wenig mit schweißtreibendem Sport zu tun hat. Ja, und das ist auch für mich das Faszinierende. Also ich musste morgens und abends immer 2 Stunden ins Wasser gehen und noch 1 Stunde Krafttraining machen, um natürlich meinen Sport professionell zu absolvieren und Erfolge zu haben. Unsere Kunden kommen 2-3 Mal in der Woche vorbei, müssen nicht schwitzen, können entspannt die Atmosphäre genießen und müssen in einem Gerät Fahrrad fahren mit einem Ergometer eine halbe Stunde Vakuum mit Über- und Unterdruck und haben super Erfolge. Und das ist für mich das Faszinierende, der aus dem Hochleistungssport kommt, dass man mit geringem Aufwand
maximale Erfolge erreichen kann. Und das ist für mich das Faszinierende. Und deswegen mache ich das auch jeden Tag sehr gerne. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt über Hypoxy als Weg zur gezielten Figurformung gesprochen. Wie die Methode funktioniert, erfahren Sie im nächsten Beitrag. Schlanke Beine, ein flacher Bauch und ein knackiger Po. Models oder Leistungssportler haben, wovon viele Frauen träumen, einen schönen Körper. Von Problemzonen keine Spur. Mit immer neuen Diäten und noch effektiveren Workout-Programmen versuchen viele Frauen, ihrem Schönheitsideal näher zu kommen. Häufig ohne Erfolg. Der Wunsch, abzunehmen, bei jeder Frau oder Mann, das ist ja gleich, der geht ja über Jahre. Und man probiert natürlich immer alles irgendwie aus und es funktioniert gar nichts. Allerdings hat Elke die Suche nicht aufgegeben und wurde vor einigen Monaten fündig. Mit der inzwischen sehr bekannten Hypoxy-Methode konnte sie ihren Problemzonen den Kampf ansagen, mit offensichtlichem Erfolg. In 8, 12 Wochen bei mir eingeschlagen wie eine Bombe und ich fand das richtig toll. Also ich bin ja auch selbstbewusster geworden dadurch. Man geht auch offener durch die Straßen, also man merkt das auch persönlich. Ähnlich geht es Silvia, die seit Jahren mit ihrem Bauch unzufrieden war. Man fühlt sich straffer, schicker und motivierter und frischer. Ein erfolgversprechendes System, um Problemzonen in den Griff zu bekommen, das macht neugierig auf mehr. Der große Unterschied der Hypoxy-Methode zu anderen Möglichkeiten der Veränderung ist vor allen Dingen, dass wir Systeme entwickelt haben, die je nach Veranlagung auch ein Ergebnis erzielen, selbst wenn die Veranlagung noch so schlecht ist. Und das macht den Unterschied natürlich zu anderen Möglichkeiten aus. Problemzonenbehandlung mit System. Dazu gehört auch eine persönliche Beratung während der gesamten Anwendungszeit der Hypoxy-Methode. Unter Berücksichtigung aller wichtigen Faktoren wird ein auf den Kunden zugeschnittenes Programm erarbeitet. Das weiß auch Moderatorin Annika Kipp zu schätzen. Sie besucht regelmäßig ein Hypoxy-Studio. Besonders ein Pluspunkt der Methode hat sie überzeugt. Na, Hypoxy geht einfach sehr schnell. Ich bin natürlich auch eine Faule, ich habe nicht viel Zeit, ich bin viel im Berufsleben unterwegs und eingebunden. Und es fordert mich eine Stunde jede Woche und das schaffe ich. Gerade weil man während der Anwendung sogar relaxen kann. Also es ist ein bisschen wie Fahrradfahren, ja? Man kann dabei lesen, man kann trinken, es ist ganz entspannt. Und man bewegt auch einfach die Beine, das könnt ihr da natürlich nicht sehen. Man bewegt die Beine wie beim Fahrradfahren und es kommt so ein Unter- und Überdruck zustande. Es fühlt sich ein bisschen komisch an am Anfang, man denkt sich, oh Gott, da quetscht irgendjemand meine Beine. Dabei ist es einfach nur der Druck. Aber es ist hervorragend. Am Ende fühlt man sich ganz leicht, als würde man hier rausschweben wieder. Das ist ganz toll. Das findet auch Dr. Janata. Als praktizierender Arzt ist er begeistert vom Wirkungsansatz der Problemzonenbehandlung. Die Theorie, die hinter dieser Methode steckt, hat mich überzeugt, weil dort mehrere traditionelle naturheilkundliche Verfahren verbunden werden miteinander. Einmal die Überdruck- und Unterdruckbehandlung. Zum anderen kommt hinzu, dass was für die Durchblutung gemacht wird durch diese Überdruck- und Unterdruckbehandlung und dass weiterhin spezielle Bereiche am Körper besonders gezielt behandelt werden können. Also Hypoxy ist schon so ein Geheimtipp. Und man sagt es auch nicht allen Frauen weiter, nur den allerbesten Freundinnen. So, bei mir im Studio ist jetzt Jens Kasch. Er ist Hypoxy-Mastertrainer und arbeitet seit Jahren erfolgreich mit Menschen zusammen, die von sich glauben, dass sie nur schwer abnehmen oder gar nicht abnehmen können. Und dann kommen sie zu Ihnen in die Behandlung, Herr Kasch, und dann purzeln plötzlich die Pfunde. Wie ist das möglich? Was ist Ihr Rezept? Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir seit vielen Jahren wirklich gute Erfolge haben mit einer ganzheitlichen Ernährungsanalyse und Beratung, die dazu führt, dass Menschen, die meinen, schwer abnehmen zu können, dann doch auf einmal wieder abnehmen. Und wir benutzen seit einigen Jahren dazu eben auch die Hypoxy-Methode, gerade wenn es darum geht, dass Menschen eben halt nicht nur abnehmen möchten, sondern vor allen Dingen zielgerichtet abnehmen möchten und natürlich auch gleichzeitig dafür Sorge tragen wollen, dass wenn sie abnehmen, dass die Haut und das Bindegewebe möglichst auch straff bleiben und nicht, dass man schnell mal 5 Kilo abnimmt und dann hängt die Haut einem am Bauch herunter und das ist ja auch das, was die Leute nicht wollen. Aber grundsätzlich ist es einfach so, ich glaube, das Geheimnis unseres Erfolges liegt vor allen Dingen auch in der
in der Ganzheitlichkeit der Methode und in den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, dass wir eben halt nicht mit Stress und Hektik und noch mehr Anspannung versuchen, die Leute zum Abnehmen zu bringen, sondern ganz im Gegenteil, dass man versucht, das alles wieder zu regulieren, was bei vielen Leuten eben halt aus den Fugen geraten ist und was wir dann eben halt mit diesen Möglichkeiten der Hypoxie-Methode auch umsetzen, dass wir eben wenig an Stress und an vielleicht noch weniger Ernährung hereinbringen, sondern dass wir schon darauf achten, dass die Leute regelmäßig essen und vor allen Dingen auch gezielter trinken und dann eben halt auch den richtigen Sport machen, damit eben halt zwei Dinge wirklich wieder möglich sind, dass der Stoffwechsel aktiv wird an den Stellen, wo es bei vielen Leuten eben halt ein Problem ist, dass wissen die Leute meistens immer selber, das sind meistens die kalten Stellen und das sind dann auch die sogenannten Problemzonen. Und mit der Hypoxie-Methode haben wir da wirklich in den letzten Jahren einen ganz, ganz tollen Erfolg bringen können. Also das heißt, die Leute haben einen irritierten Stoffwechsel und Sie bringen den quasi wieder ins Lot. Naja, das ist ja so, dass viele Menschen eben halt versuchen mit ganz vielen Möglichkeiten, die es inzwischen auch in Deutschland gibt, abzunehmen. Und da sind eben halt auch nicht immer die Guten dabei, sondern man versucht das möglichst schnell und möglichst ohne großen Aufwand hinzubekommen. Und da nimmt man schon mal irgendeine Ernährungsform, wo dann nur Pillen verteilt werden. Und je öfter man die falschen Dinge macht, umso eher merkt sich der Körper das. Und das ist dann dieses sogenannte Körpergedächtnis. Und dann wird es mit dem Abnehmen immer schwieriger. Das wissen auch viele Menschen, die früher vielleicht vor 20 Jahren mal ein Kilo mehr hatten, die haben einfach nur ein bisschen weniger Essen brauchen und ein bisschen mehr Bewegung und schob war das runter. Und wenn der Stoffwechsel aber über Jahre dann eben falsch sich bestimmte Dinge gemerkt hat, dann geht das einfach nicht mehr. Und dann muss man eben halt, wenn man wirklich die Ursache verändern will und nicht bloß schnell mal 2 Kilo los sein will, wirklich auch die Ursachen verändern wollen. Und das hängt eben halt oft eben an dem irritierten Stoffwechsel. Gibt es denn eine Formel zum garantierten Abnehmen? Ich glaube, die wird es nie geben. Also so eine garantierte Formel, das hat ja immer was mit der Evolution zu tun. Also dass man das mit dem Abnehmen und dem Dicksein, das sehen ja viele Leute schon fast wie eine Krankheit. Das ist ja was ganz Normales, dass wenn man in guten Zeiten speicherfähig ist, dass man dann eben auch dick wird. Und das ist im Grund auch ganz normal, dass man auch jederzeit wieder dünn werden kann. Nur oft passiert es eben halt, dass die Regulation nicht mehr funktioniert. Und dass man dann eben halt das Problem hat, dass es mit dem Abnehmen etwas schwieriger wird. Und dann muss man schauen, und das ist eben halt einer der großen Vorteile dieser Hypoxie-Methode, dass man sehr individuell dann an die Ursachen geht und deswegen auch andere Ergebnisse bekommt, als wenn man die Leute eben halt weiter hungern lässt und vielleicht den falschen Sport machen lässt. Ja, vielen Dank, Herr Kasch. Bitte schön. Also eine Formel gibt es nicht. Der Erfolg liegt offenbar in einer Mischung aus maßvoller Bewegung und gesundem Essen. Die Ernährung ist auch für unser nächstes Thema wichtig. Es geht nämlich um Zahngesundheit. Ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Der Gang zum Zahnarzt ist für viele kein leichter. Grund genug für immer mehr Behandler, den Patienten die Angst schon auf der Türschwelle zu nehmen. Vorreiter in Sachen Zahnmedizin mit Wohlfühlfaktor ist die Praxis von Nasrin Massi in der Berliner Fasanenstraße. Warme Farben und geschmackvolle Deko-Elemente statt der sterilen Atmosphäre eines überfüllten Wartezimmers, so sollen auch unsichere Patienten beruhigt werden. Man kann diese Schwelle anders darstellen, dass wenn man sich da wohlfühlt, dann ist der erste Schritt zur Behandlung für den Patienten viel angenehmer. Ich möchte mich wohlfühlen und möchte gerne das Gleiche auch meinen Patienten anbieten. Innovation ist die zweite große Idee, die innerhalb der Praxisräume verwirklicht wird. Mit modernsten Geräten und Techniken, die nicht nur eine schnellere Behandlung ermöglichen, sondern für die Patienten auch weniger schmerzhaft sind. Ich habe dieses 3D-Gerät, das innerhalb von 10 Minuten eine fertige Krone herstellt, ohne Abdruck. Man scannt den Zahn und es ist ein extra Schleifgerät, das dann diese Füllung, diese Krone oder die Verblendschale fertigstellen kann. Der lästige Abdruck entfällt. Finanziell läuft das so, das ist Vollkeramik. Normalerweise ist es eine reine Privatleistung, aber man kann immer einen Teil auch von der Krankenkasse abdecken. Die Zeiten ändern sich, es tut sich viel in der Zahnmedizin. Vielleicht wird eine völlig schmerzfreie Behandlung in Zukunft möglich sein. Dann wird nicht nur der Weg zum Zahnarzt leichter, sondern auch der nach Hause.